Die Jugendlichen sind auf TikTok. Was heisst das für die Berufsbildung? Mein heutiger Gast ist Lale Goban. Sie ist Expertin für Social Media und Digital Marketing beim Lehrstellenportal Justi. Und ich bin Marc Purcet und das ist eine neue Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Lale, schön bist du da. Hoi Marc. Bevor wir zum Thema kommen, wir beide kennen uns ja, wir arbeiten zusammen für das Lehrstellenportal Justi. Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich nicht kennen, kannst du kurz erklären, was machst du genau in deinem Alltag? Genau, ich habe sehr viel mit Social Media zu tun. Ich bin zuständig für die verschiedenen Kanäle, die wir haben, sei es Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok. Und natürlich für die interne Kampagne, sowie aber auch für die externe Kampagne, das heisst für unsere Partner und Partnerinnen. Und ich schaue auch ein bisschen, dass das Organische läuft. Sehr gut. Ja, TikTok ist ein grosses Thema, etwas, das viele Leute beschäftigt, auch aus der Berufsbildung aktuell. Und wir wollen das Ganze heute ein bisschen beleuchten. Wir wollen zusammen herausfinden, was das Verhalten der Jugendlichen auf TikTok genau bedeutet für die Berufsbildung. Für das wollen wir zuerst allgemein TikTok ein bisschen anschauen und gerade jemand, der nicht aktiv ist auf TikTok, wie kann man sich das Portal vorstellen? Dann wollen wir auch zusammen herausfinden, ob für die Berufsbildung im Allgemeinen TikTok spannend kann sein, ob da die Berufsbildung kann profitieren von TikTok. Und wir wollen auch herausfinden, konkret, ob jetzt ich als Lehrbetrieb auch meine Lehrstellen besser besetzen mit TikTok, ob das auch eine Auswirkung kann haben. Ja, Lale, vielleicht mal zum Start, wie funktioniert das Tool? Wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert da auf TikTok? Genau, also was natürlich mega spannend ist bei TikTok, ist, dass es eigentlich ein reines Videotool ist. Das heisst, man kann eigentlich wie bei den anderen sozialen Medien ein Profil haben, einen Kanal haben sozusagen und dort selber Videos posten. Muss man aber nicht. Man kann das eigentlich auch nur konsumieren, was auch viele machen. Aber grundsätzlich hat man wie so eine Pinnwand oder eine For You-Page, heisst das bei TikTok, wo man Videos sieht von anderen kreativen Creators und kann da eigentlich stundenlang einfach Videos schauen. Ja, das heißt stundenlang und es gibt ja auch ganz viele verschiedene Creators. Ich habe mir einfach auch mal im Vorhinein ein bisschen aufgeschrieben, was es alles gibt. Es gibt ja sehr viele Musikvideos, Tanzvideos, Schminkvideos. Ich denke aber auch zum Beispiel Lernvideos. Mhm. Und ich denke generell kann man sicher sagen, es hat sich etabliert, TikTok. Ich habe ein paar Zahlen vorbereitet. Weltweit hat TikTok monatlich 1 Milliarde aktive Nutzer. Dann in der Schweiz im 2021 1,7 Millionen Nutzer gehabt und die Tendenz steigend. Und ich denke, was besonders spannend ist, auch für unser Gespräch heute, der Grossteil der Nutzer ist ein Teil der Generation Z. Und das ist ja die Generation, Jahrgang 1995 bis 2010, also die Jugendlichen, die auch Lehrstellen suchen. Mhm. Und ich glaube, darum ist es besonders spannend, das Portal genau hier anzuschauen. Jetzt hast du gesehen, man hat wie eine Pinnwand auch. Was ist so ein bisschen der Ursprung oder was ist die Grundidee von TikTok auch gewesen, oder ist immer noch? Genau, also sie haben, so wie es mir ist, haben sie eigentlich wie wollen eine Welt kreieren, wo man sich ein bisschen verlieren kann, ein bisschen weg vom Alltag, aber wo man sich vor allem eigentlich von humorvollen Videos umgibt. Also es geht eigentlich darum, dass TikTok einem Menschen in einem Zeitraum ein gutes Gefühl gibt. Aber schon ein bisschen auch eine Parallelwelt, kann man sagen. Ja, denke ich schon auch. Und du sagst, also Spass und Unbeschwertheit, ist das auch ein bisschen im Fokus? Also vielleicht auch weniger Sinnhaftigkeit? Ja, ich sehe schon auch viel, dass Humor eigentlich das ist, was am meisten zieht auch. Das heisst, die Leute haben es gerne, wenn sie lachen können, wenn sie kurz eben entfliehen können aus eigentlich der vielleicht ein bisschen ernsteren Welt, wo sie sonst drin sind, also im Alltag. Ist das auch der Grund, wieso TikTok immer beliebter wird? Oder vielleicht auch, dass die Zukunft, wird TikTok in Zukunft, dass Instagram zum Beispiel den Rang ablaufen, dass man sagt, TikTok ist dann wirklich so ein bisschen der Marktführer, oder? Kannst du dir das vorstellen? Ja, es ist eben noch spannend, weil Instagram passt sich ja immer gerade an. Also sobald Stories bei Snapchat gekommen sind, hat Instagram auch Stories eingeführt. Und sobald das ganze Thema TikTok auftaucht, haben sie die Reels
eingeführt. Das heisst, sie probieren sich eigentlich immer anzupassen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass, dass TikTok sehr weit vorne wird mitspielen und eventuell natürlich auch das ganze Thema Instagram ein bisschen in den Hintergrund stellen, so wie das mit Facebook passiert ist. Und gibt es etwas, was TikTok seit jeher immer anders macht als die anderen? So ein bisschen Alleinstellungsmerkmal? Ja, was halt bei TikTok ist, ist, man hat auf einem Bildschirm, also wenn man das Handy in der Hand hat und TikToks schaut, hat man immer nur ein Video. Das heisst, man wird nicht abgelenkt von anderen Sachen. Man kann nicht so halbe zwei Posts gleichzeitig sehen oder so, sondern es ist immer ein Video im Fokus und man hat eigentlich wie der ganze Gedankengang oder halt alles, was man sieht, ist ein Video. Also mehr Fokus auf etwas, aber gleichzeitig auch in kurzer Zeit sehr viele verschiedene Inhalte. Kann man das so zusammenfassen? Ja, also ich meine, man hat schon auch pro Video 15 Sekunden Zeit, 30 Sekunden Zeit oder 60. Mittlerweile sind es sogar, glaube ich, bis zu 3 Minuten, die man aufnehmen kann. Es ist ein bewegtes Bild, aber man hat halt wieder ganz Fokus auf einem Creator. Jetzt ist ja TikTok eher wirklich jugendlich. Es gibt einem ein bisschen unbeschwertes Gefühl, das Ganze. Aber siehst du auch ein bisschen Gefahr, dass in Zukunft vielleicht TikTok noch ein bisschen mehr erwachsener wird und vielleicht auch mehr Firmen kommen, dass noch mehr Werbung gemacht wird und so TikTok halt auch das Ganze unbeschwert ein bisschen verliert? Ja, also ich sehe einen sehr guten Punkt, den du erwähnt hast, weil das Ganze schon ein bisschen anders ist als dort, wo ich TikTok zum ersten Mal runtergeladen habe. Das war nämlich im 19. Dezember. Und auch seit der Pandemie hat das schon einen mega Umschwung gehabt. Das heisst, es sind viel mehr auch Influencer drauf, die nicht von der TikTok-Welt kommen, sondern von Instagram kommen. Bloggerinnen, die natürlich all mittlerweile ein bisschen älter sind. Viele Firmen, die dazugekommen sind. Und darum, klar, es gibt natürlich so ein bisschen einen Umschwung in die älteren Generationen. Aber ich würde sagen, wenn man in einem richtigen Algorithmus drin ist, dann kann man sich auch von dem Unbeschwerten bedienen lassen. Okay, sehr gut. Aber gleich hat es sich auch schon ein bisschen verändert. Ich hoffe, es kann auch etwas beitragen zu der Berufsbildung. Und das werden wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Generell siehst du auch das Potenzial, dass sinnvollere Inhalte, ich sage sinnvoll im Sinne von Inhalt, wo man auch etwas lernen kann, etwas vielleicht Neues daraus gewinnen kann, haben die auch das Potenzial auf TikTok, dass die genug Beachtung bekommen von den Jugendlichen? Unbedingt. Also ich meine, Lernvideos sind auch ein riesen Trend auf TikTok. Es ist nicht nur Humor an sich. Lernvideos werden aber zum Glück auch immer ein bisschen auf eine coole und lässige und lustige Art und Weise übergebracht. Das heisst aber auch, und ich gehöre auch zu den Leuten, die Sachen, wenn sie es visuell sehen, zum Beispiel viel besser merken können. Es gibt sogar Mathe-LehrerInnen, die Mathe-Aufgaben erklären etc. Und darum ein mega grosser Mehrwert, auch wenn man etwas lernen will. Wenn ich jetzt aber früher auch in der Schule gelernt habe, habe ich vielleicht 3, 4, 5 Seiten gehabt und das innerhalb von einer Stunde immer wieder gelesen und auswendig gelernt. Wie kann denn ein Jugendlicher überhaupt, ich sage 1-2 Stunden, wenn er irgendwie 50, 60 Videos konsumiert, kann er sich die Inhalte überhaupt noch merken? Es gibt ja zum Glück die Funktion, dass man sich liken kann und dann immer wieder anschauen kann, weil das abgespeichert wird auf dem Profil. Sprich, wenn man da nochmal zurückgehen will und nachschauen, wie das der Mathe-Lehrer zum Beispiel gerade gemacht hat, dann besteht die Möglichkeit immer. Klar, wir leben mega in einer Gesellschaft, wo man die ganze Zeit von visuellen Reizen auch gestört ist vielleicht das falsche Wort, aber wo man viel visuelle Reize konsumiert und da ist es, glaube ich, auch unumgänglich, dass man gewisse Sachen vergisst. Und jetzt, die Jugendlichen generell sind schon, kann man sagen, Fan von TikTok. Also es gibt kaum jemanden, der nicht auf TikTok ist, gerade so mit 16 als Beispiel. Was glaubst du aber, wieso sind denn oftmals die Eltern sehr kritisch? Sind sie vielleicht zum Teil auch zu wenig informiert? Oder? Ja, es besteht halt natürlich Gefahr, dass die Jugendlichen alles posten können und auch alles oder vieles konsumieren können. Was natürlich enorm lässig ist, ist, dass TikTok ein Auge darauf wirft. Das heisst, sie haben sehr klare und strenge Richtlinien, was zum Beispiel gewalttätige Videos anbelangt oder Videos anbelangt, wo Sachen nicht sollten oder dürfen vorkommen, vor allem für die Jugendlichen. Die werden dann direkt von TikTok selber auch rausgenommen. Darum denke ich, für die Eltern gerade jetzt ist, was das Konsumieren von den Kindern von TikTok anbelangt, Gefahr kleiner als auf anderen sozialen Medien oder im grossen, ganzen Web, wo man natürlich viel eher auf
auf schlechten Inhalt stossen kann. Gut, was macht denn Justi genau auf TikTok? Du hast vorher angesprochen, es sind auch immer wieder Lernvideos im Trend, was ja grundsätzlich auch ein gutes Zeichen ist. Aber was machst du denn genau mit Justi auf Justi? Was ist euer Ziel? Genau, also zum einen, wir haben ja eine ganz, ganz lässige Community. Wir haben ganz viele Jugendliche, die ein Profil bei uns haben, die Lehrstellen suchen. Aber auf TikTok wollen wir zum einen uns natürlich nochmal aufzeigen, wie nöch wir eigentlich sind an den Jugendlichen. Wir sind ja auch alle ganz jung. Also das Team ist enorm jung bei Justi und somit auch sehr nahe an der Zielgruppe. Und ich glaube, um das geht es auch. Die Nähe zu der Zielgruppe, wir holen sie dort ab, wo sie drauf sind und können ihnen auf eine Art und Weise, wo sie eben auch die humorvolle Art und Weise, wo sie eigentlich momentan am liebsten konsumieren, dass man sie auf diesen Kanälen mit lustigen, coolen und wertvollen Videos abholt. Und über die humorvolle Art ist aber auch ein Mehrwert vorhanden für die Jugendlichen. Genau, wir schauen auch immer, dass in jedem Video der Text, der schon im Video integriert ist, oder aber Caption unten dran, also der Beschreibung von dem Video, dass ein Teil von beidem sowie auch oder der Inhalt sicher informativ ist und bietet auch immer unsere Hilfe an oder zeigt, wo sie Vorlagen, Tipps, Tricks können finden. Und was sind jetzt deine Erfahrungen bis jetzt mit TikTok? Wie haben auch die Jugendlichen, wie reagieren die Jugendlichen? Also ich muss sagen, für mich ist TikTok natürlich ein enorm grosses Highlight. Ich glaube, wir sind um die richtige Zeit auf den Zug aufgesprungen und haben die Jugendlichen genau dann abgeholt, wenn sie es am meisten gebraucht haben, und zwar halt in der Pandemie-Zeit. Wie gesagt, unsere Community ist enorm lässig. Sie kommentieren die ganze Zeit. Ich glaube, auch da die Anonymität, die sie auf TikTok, auch wenn sie auch Profil haben und sogar Profilbilder, ist das nochmal eine ganz andere Welt als Instagram. Also wir haben wirklich pro Video über 100 Kommentare, wir haben mehrere Tausend Views pro Video und Likes. Also das Engagement der Jugendlichen ist enorm. Und was schreiben sie in diesen Kommentaren? Also mehr einfach nur lustige Sachen, Witz, oder ist es auch, ja, was schreiben sie? Ja, es ist eben noch lässig, weil sie sind selber überrascht, dass sie Justi auf TikTok finden. Und darum hast du ganz viele Kommentare, wo dann einfach steht, ah was? Justi ist auf TikTok, oder wo sie Kolleginnen markieren oder Kollegen und dann schreiben, hey, schau mal, einfach Justi. Und dann aber auch ganz viele, die schreiben, hey, dank euch habe ich meine Lehrstelle gefunden, ohne euch hätte ich es nie geschafft, ihr seid die Besten, oder irgendwie, ihr habt mir so fest geholfen während dieser Zeit. Natürlich gibt es auch kritische Kommentare, aber umso besser, weil schlussendlich tragen uns die Jugendlichen und wir möchten sie so gut wie möglich bedienen. Sprich, auch wenn sie mal kritisch antworten, können wir das aufnehmen und nehmen dann auch direkt Kontakt auf und schauen, dass wir dieser Schülerin, dem Schüler helfen können. Was glaubst du, wieso sind sie überrascht gewesen, Justi zu finden auf TikTok? Ist das, weil Justi eigentlich für die duale Berufsbildung, für Lehrstellen steht und das vielleicht eigentlich ein seriöses Thema aus der Erwachsenenwelt ist? Ja, genau, das ist eigentlich schon beantwortet. Also wir sind für die Schüler und Schülerinnen natürlich ein Portal, wo sie ernst nehmen, wo sie auch brauchen, um ihre Zukunft ein bisschen formen. Und dann aber da trotzdem die Mitarbeitenden von Justi auf TikTok zu sehen, ist glaube ein ganz anderes Erlebnis für sie, weil sie uns nicht so kennen. Okay, spannend. Was du vorhin noch gesagt hast, fand ich auch noch interessant. Du hast gesagt, auf den Zug aufspringen. Jetzt hast du gesagt, Justi hat das früher und rechtzeitig gemacht. Stellt sich aber auch die Frage, muss das oder soll das jede Firma auch machen? Es kann vielleicht auch nicht jede Firma verständlicherweise. Und darum nimmt es mich natürlich generell ein bisschen Wunder, was sind denn jetzt auch unabhängig von der Berufsbildung, was sind für Firmen und was sind für Brands generell unterwegs auf TikTok? Ich fange mal mit der Brand Frage an. Es hat enorm viel. Also von irgendwelchen Schuhmarken zu Kleidermarken, wie auch Banken etc. Also es hat wirklich jenste Sachen, die Deutsche Bahn zum Beispiel oder Duolingo. Also wirklich viel Brands, die mittlerweile auf TikTok getroffen sind. Nein, es muss nicht jeder auf TikTok oder auf den Zug aufspringen. Ich sage auch, man macht es lieber nicht, anstatt dass man es schlecht macht. Das heisst, wenn man im Lehrbetrieb, wenn wir jetzt auf das zurückgehen oder allgemein in der Firma, niemand hat, der die Ressourcen dazu hat oder niemand hat, der es kann, dann klar, es gibt die Option, das den Agenturen zu geben, was den organischen Inhalt anbelangt. Aber dann soll man es lieber nicht machen, weil
schlechte TikTok-Videos oder schlechte Auftritte auf Social Media gibt, glaube ich, negativeres Feedback als gar kein Auftritt. Und was machst denn du konkret mit Firmen oder mit Lehrbetrieb auf TikTok? Und was haben die denn für ein Ziel? Wir haben das grosse Glück natürlich, dass wir auch Werbung schalten auf TikTok. Wir wollen aber natürlich auch, dass die Lehrbetriebe gleich ein bisschen Branding machen über TikTok. Das heisst, zum einen können sie bei uns organisch auch drauf sein, aber wir schalten auch Werbung für sie. Das heisst aber trotzdem, dass wir gehen filmen, dass wir die Videos machen, dass wir so ein bisschen drehbuchmässig dabei sind und die Videos dann als Werbung können aufschalten. Und du hast jetzt Branding angesprochen oder generell Werbung. Geht es da einfach ums Bewusstsein? Oder ich sage jetzt, wenn ich als Betrieb das Problem habe und meine Lehrstelle nicht besetzen kann, also dann bringt mir denn TikTok überhaupt etwas? Ja, zum einen denke ich, wird jeder Lehrbetrieb ein bisschen näher sein, auch bei den Jugendlichen. Und da ist TikTok natürlich die beste Chance dafür. Und ja, es ist vielleicht nicht unbedingt optimal, wenn man 50 Lehrstellen hat und sie alle mit einer TikTok-Werbung besetzen, das geht natürlich nicht. Aber wenn man schon mal in den Köpfen der Jugendlichen verankert ist, als cooler Lehrbetrieb, wo es eben auch anbringt, auf TikTok aktiv zu sein oder auf TikTok mich als Schülerin zu erreichen, dann denke ich, hat man schon einen mega grossen Schritt gemacht in den Köpfen der Jugendlichen, schon allein, was die Firmenkultur anbelangt. Wie kann ich mir denn so ein Video vorstellen, das du produzierst mit so einem Betrieb? Das Lässige ist ja, dass TikTok mega viel schon vorgibt, was Trends anbelangt. Das heisst, es ist entweder Musik, es sind Gespräche sozusagen, es ist ein Voice-Over, vieles, was eigentlich schon besteht. Und ich probiere das natürlich dann immer so anzupassen, wie wir das vorher schon erwähnt haben, dass es positiv ist auf das ganze Thema Lehrstellensuche, Berufsbildung. Und probiere dann natürlich auch näher bei der Firmenkultur ein Briefing zu erstellen, wo auf eine humorvolle Art die Firma mit dem Trend-Video oder mit dem Trend-Sound den Jugendlichen näher bringen kann. Und was sehe ich als Jugendliche in diesem Video? Oder wie lange geht das als Video? Genau, ich probiere das meistens eigentlich mit den Jugendlichen selber, wo schon, also mit den Lernenden selber, die schon im Lehrbetrieb sind, zu drehen. Es ist natürlich auch mega lässig, dass sie auch sehen, dass die Jugendlichen dort, die Lernenden dort dürfen, TikToks machen und dass das auch vom Lehrbetrieb erlaubt wird. Und dann sind ganz verschiedene Sachen. Wir haben auch schon Roomtour gemacht, sozusagen. Bei der Siemens war das. Oder die Lernenden tanzen oder hüpfen oder ja, halt so, wie es der Trend vorgibt. Und hast du da mal ein bisschen Anhaltspunkte nach so einer Kampagne oder nach so ein paar Videos, wie viel hat das wirklich gebracht? Hast du Zahlen, wo du das messen kannst? Und es ist vielleicht auch noch schwierig zu messen, ob überhaupt eine Lehrstelle können durch das auch besetzt werden, oder? Ja, also ich meine, wir, die in dem ganzen Social Media Advertising recht intensiv drin sind, wissen ja eigentlich auch, wie man so ein bisschen das Zeug messen kann. Das heisst, es ist tatsächlich messbar. Man kann zum einen über TikTok lässig auch Conversions messen. Das heisst, wenn man als Zielvorhaben auch angibt, dass man die Lehrstelle besetzt hat, dann kann man das im Nachgang auch nachschauen. Nichtsdestotrotz, also ich weiss noch, wo wir die ganze Kampagne mit Siemens geschaltet haben, haben wir eine Nachricht bekommen von Christian Hagmann, dass Besucherzahlen auf Justi explodiert sind. Und ich glaube, das sagt eigentlich schon genug. Wo unterscheidet sich die Werbung auf TikTok am meisten zu anderen Social-Media-Kanälen? Mhm. TikTok selber sagt das auch, und ich möchte es da gerne zitieren, dass du auf TikTok keine Werbung machst, obwohl ich jetzt viel von Werbung geredet habe, sondern TikToks as Ads. Also du schaltest TikTok-Videos als Werbeanzeigen. Es sind keine Hochglanzvideos, es ist keine 3-4-stündige Produktion dahinter, sondern es sind TikTok-Videos, die tatsächlich auch oft mit dem Handy einfach gefilmt werden und die werden dann als Werbung ausgespielt. Und ich glaube, da sind wir Meilen davon entfernt, von dem, was man auf Instagram sieht. Also Authentizität ist dann auch wichtig bei diesen Videos? Authentizität ist alles für die Videos. Gut, Lola, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Jetzt unabhängig, ob man ein Fan ist von TikTok, ob man da eher kritisch ist dagegen. Ich denke, da gibt es für beide, wie wir jetzt auch rausgehört haben, eine Berechtigung. Was ist dir noch wichtig? Was soll man aus dem Gespräch mitnehmen? Und auch für die Zukunft zu dem schnelllebigen
Tool TikTok? Genau, man ist sich natürlich nie sicher, wie lange das geht, aber ich wiederhole mich da gerne, wenn man die Ressourcen hat, wenn man die Chance hat und wenn man jemanden hat, der das gut kann und wo TikTok auch versteht, dann sollte man das unbedingt mal ausprobieren. Ich habe die App runtergeladen und habe 3 Monate lang gedacht, was ist das? Und ich könnte es mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass ich einen Tag verbringe, ohne dass ich in TikTok reingehe und mindestens täglich eine halbe Stunde drauf bin. Nutzt die Chance, die Jugendlichen sind drauf, das weiss man, das sind Fakten. Und ich denke, es ist wirklich eine enorm grosse Chance, um den Lehrbetrieb als coolen, lässigen Lehrbetrieb darzustellen und so die Jugendlichen abzuholen und in ihren Köpfen zu bleiben. Danke. Ja, was ich persönlich aus dem Gespräch mitnehme, ich denke, TikTok ist sicher eine Art Parallelwelt, was halt positive, vielleicht dann sicher auch negative Faktoren kann mit sich bringen kann. Eben der Spass und die Unbeschwertheit steht im Fokus. Aber es ist auch schön zu sehen, dass gerade zum Beispiel auch Lernvideos wirklich im Trend sein können. Ja, und es lohnt sich sicher mal, Erfahrungen zu machen. Wie du auch gesagt hast, es muss nicht jeder auf den Zug aufspringen, aber es lohnt sich, das Ganze zu beobachten, am Ball bleiben. Ja. Lali, ich danke dir vielmals für das spannende Gespräch. Danke dir, Marc. Und ich danke auch allen fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung.